Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Fahrradtrinkflasche informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Und mit denen starten wir jetzt auch direkt mit dem Tipp Nummer 1. Achtet erstmal auf jeden Fall bei einer Fahrradtrinkflasche auf das richtige Material. Es sollte also nicht zu schwer sein. Es sollte aber auch stabil sein, es sollte aber auch keine, ich sag jetzt mal, giftigen Stoffe irgendwo noch abgeben, weil man nicht weiß, woher es kommt oder was es genau für ein Plastik- oder Kunststoffinhalt hat. Guckt genau nach, vor allen Dingen das Gewicht ist hier ganz entscheidend. Tipp Nummer 2, achtet bei einer Fahrradtrinkflasche unbedingt auch auf das Fassungsvermögen. Da kommen wir nochmal auf das Gewicht zurück. Es ist natürlich schön, wenn man viele Liter Wasser mit sich führt oder ähnliches, es geht aber nachher auch unwahrscheinlich auf das Gewicht. Von daher ein gutes Maß, eine gute Größe, sodass man auch eine Flasche gut greifen kann, dass es nicht zu schwer ist und trotzdem genügend Volumen hat. Ich sage mal 1 bis 2 Liter, sollte aber auch nicht mehr dann sein, dass man da auch nicht zu viel nachher mit sich rumträgt. Tipp Nummer 3, achtet unbedingt auf einen richtigen guten Verschluss. Da gibt es verschiedene Arten, zum einen mit einem Deckel, den kann man auf und zu klappen und hat dann eben ein Mundstück dran, wo ich es ansetzen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, direkt mit dem offenen Mundstück, wo ich es mit dem Mund entsprechend, mit meinen Lippen oder Zähnen auf und zu verschließen kann. Das ist ein bisschen Geschmackssache, vielleicht auch ein hygienischer Punkt irgendwo. Ich bevorzuge eher das Praktische, nämlich den offenen Verschluss, dass ich eine Flasche greifen kann während der Fahrt. Ich kann sie ansetzen, öffnen, trinken, schließen und wieder wegstecken. So muss ich nicht mit der zweiten Hand noch irgendwas auf- oder zumachen. Tipp Nummer 4, achtet auf eine gute Griffigkeit. Auch das, und das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung wieder beschreiben, ist ganz, ganz wichtig. Geriffelte Flächen, wo mir wirklich die Flasche auch gut in der Hand liegt, gerade wenn es vielleicht heiß ist, eine lange Tour sind, ich schwitze auch schon an den Händen und möchte dann die Flasche greifen und die flutscht mir aus der Hand während der Fahrt, ist das mehr als ärgerlich. Man muss anhalten, zurückfahren, dann ist die Flasche auch noch schmutzig unter Umständen, das Wasser fließt aus, was auch immer. Also guckt, dass ihr sie gut in der Hand habt, eine gute Griffigkeit habt, das kann ich nur empfehlen. Und Tipp Nummer 5. Achtet auch ein bisschen auf Zubehör, zum Beispiel ein Flaschenhalter, das ist nicht ganz unrelevant, den ich irgendwo kombiniert mit der Flasche kaufen kann und der trotzdem universal an verschiedene Fahrradrahmen passt. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, dann schaut unter www.sport-und-abenteuer.de rein. Besucht uns auf unserem YouTube-Kanal unter Sport und Abenteuer. Schaut euch noch weitere Kaufratgeber-Videos an und vergesst nicht, uns noch zu abonnieren. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und jetzt viel Spaß, gute Fahrt und einen guten Durst. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.